Einen wunderschönen guten Abend. So. Man müsste mich hören, man müsste mich sehen, man müsste das Spiel hören, man müsste das Spiel sehen. Der Timer ist ausgeblendet. Es rauscht. Ja, jetzt mittlerweile sollte es nicht mehr nur rauschen, sondern mein Ton auch. Alles gut, Wolf. Ich weiß, ich bin zu früh. Ich trinke auch nochmal einen Schluck. Ich wollte ganz gemütlich nur mal gucken und so. Und es scheint auch flüssig zu laufen. Letzte Woche war irgendwie offensichtlich der Wurm drin. Und ein Klaus. Super scharfes Bild und wunderschöner Ton. Sehr schön. Vielen Dank, Korbelopser. Schön. Ja, also einen wunderschönen guten Abend an Christoph, an Hoppelopser, an der Dirne, mein Lieber, an Digi-Ritter, an meine Frau und an den Wolf natürlich. Alphabetisch geordnet. Ist mir noch nie aufgefallen. Das ist wirklich alphabetisch geordnet. Ach, schön. So, jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Ist denn alles. Guck mal, das kann nochmal so und das kann so und das kann so. Sehr schön. Wie geht's euch? Alles gut? Ich habe in letzter Minute eben noch den Shop aktualisiert. Zumindest sind es die. Zumindest sind die Produkte mit dem neuen Design jetzt schon da. Ich habe allerdings nicht geschafft, Produktbeschreibungen und Titel und sowas zu machen vorm Stream. Das werde ich im Laufe des Wochenendes machen. Junge, was stöhnst du so? Wer stöhnt denn? Ich habe gestöhnt? Oder habe ich geseufzt? Wie der Christoph gerade schreibt. Und was heißt zeitverzögert? Irgendwas asynchron? Moment, kann ich ja selber testen, ob irgendwas asynchron ist, ne? So, gucken wir mal hier. Vorausgesetzt, mein Stream würde laden. Okay, bei mir ist der Stream. Uppala, das wollte ich nicht machen. So und so. Bei mir ist der Stream synchron. Wir schauen hier gerade an zwei Geräten. Ah, okay. Ah, schön. Und die sind nicht gleichzeitig. Ja, ein Hoch auf die moderne Technik. Okay, wir sind zwar 5 Minuten zu früh, aber ich würde sagen, wir fangen schon mal langsam an, oder? Und ich hatte ja angekündigt, wir spielen The Long Dark und da sind wir auch schon. Und ich würde gerne mal die Nomaden-Challenge spielen, denn die habe ich noch nie gespielt. Ich habe auch in der Tat, glaube ich, noch nie reingeguckt. Christoph feiert gerade. Warum feierst du denn? So, wir spielen einen Mann und der Mann heißt Norman. Norman. Wegen Nomade, ne? Man versteht das schon, oder? Norman. So, die Welt hat sich verändert. Du kannst nur überleben, wenn du immer in Bewegung bleibst. Bleibe jeweils 3 Tage an 15 bestimmten Orten in der Spielwelt. Okay. Commander Jameson, hallo Klaus. Na, was das? Hast du deine Logik schon ändern müssen? Nee, müssen. Müssen nicht, aber es war mir einfach zu nah an den Assoziationen des berühmt-berüchtigten privaten Fernsehsenders. Deswegen habe ich mir das vorweggenommen. Hoppelops ist leider nicht die ganze Zeit dabei. Oh, schade. Warum nicht? Schon wieder Verpflichtungen? Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht schlimm. Ist ja alles nachzuschauen. Entweder auf Twitch oder auf YouTube, wenn ich es dann wieder hochlade. So, da ich überhaupt nicht weiß, wie das hier so ist. Wir müssen 3 Tage am Lagerbüro bleiben. Hütte des Pelzjägers, Förster Aussichtsturm, Oberer Staudamm, Scheune, Funkleitstelle, Skeeters Abhang. Abgelegenes Geschäft. Ah, okay. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar.
Ja gut, das kriegen wir wohl hin, oder? Ich guck mal, was das hier so gibt. Ich guck mal, was das hier so gibt. Leer. Schade. Besuch irgendwann ab 8. Meine Frau sagt, ihr seid viel zu früh. Viel zu früh, die paar Minütchen. Oh, hier, eine Gewehrpatrone. Ich bin gespannt, ob uns hier irgendwas Außergewöhnliches erwartet. Ich habe, wie gesagt, also, upala, keine Ahnung. Wo bin ich denn? Ach, das ist das Bauernhaus. It's the Bauernhaus. Müssen wir hier auch 3 Tage bleiben? Schweinefunkelstelle? Nee, irgendwie nicht, ne? Abgelegenes Geschäft, geht das ablang? Also, 1, 2, 3, 4 Orte hier im idyllischen Tal. Eins, zwei, drei, vier, nee, 5 Orte am idyllischen Tal. 4 Orte am Rätselsee. 5 Orte im idyllischen Tal. Eins, zwei, drei. Oh, Berghütte. Eieieiei. 2 Orte an der Küstenstraße. Berghütte am Wolfsberg. Gluthügel-Kohlebergwerk, zerbröckelnde Schnellstraße. Okay. Ja, das klingt interessant. Ich bin gespannt, ob wir die Orte so auf Anhieb finden. So, das heißt, wir müssen uns beeilen, ne? Ja, hier müssen wir nämlich gar nicht sein. Das heißt, ich loote erstmal hier alles in Ruhe. Mit hoher Höchstgeschwindigkeit. Test. Das war meine erste Challenge, um wieder reinzukommen, optimal, schreibt Hopplopsa. Vergiss die Berghütte nicht. Ja, habe ich gerade gelesen. Irgendwie geht mal wieder nichts, schreibt Commander Jameson. Warum? Irgendwie gibt's immer den einen oder anderen, der mit Twitch am Anfang Probleme hat. Also, das reguliert sich offensichtlich immer im Laufe des Streams so, nach, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten. Aber so anfänglich haben die Leute irgendwie immer, oder haben manche Leute immer Probleme. Keine Ahnung. Vergiss die Berghütte nicht. Loot tut gut. Genau, so sieht das aus. So. Ja, ich habe still und heimlich, hoppala, ich habe still und heimlich gestern Abend spät noch überall die Designs ausgetauscht. Ich habe die ganze Woche relativ viel daran gearbeitet. Das waren ziemlich lange Tage. Was auch der Grund war, warum Stranded Deep diese Woche nicht gekommen ist. Und ich war ein ganz klein bisschen kurz davor zu sagen, boah, Leute, heute streamen, schaffe ich nicht. Aber ich hatte irgendwie Lust zu streamen. Da habe ich schon nachgeguckt. Wir gehen erstmal. Irgendwie sehe ich da immer was liegen. Komm, wir gucken nochmal. Da liegt nichts. Ist das Spiel übrigens so laut genug? Der Manu89. Hu, Klaus, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Manu, let's schlep again, schreibt Toplopsa. Ich habe mir in der Tat übrigens für diese Challenge überhaupt noch keine Taktik überlebt, ne? Überlebt, überlegt. Warum habe ich mit überlegt und überlebt solche Wortfindungsschwierigkeiten? Ich weiß, was ich meine, aber ich sage was anderes. Ganz großes Lob für das tolle neue Design in deinem Shop. Das freut mich sehr. Also ihr glaubt auch nicht, oder vielleicht glaubt ihr das, aber ich verallgemeine das. Man glaubt auch echt nicht, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Wirklich, das ist der helle Wahnsinn. Und das neue Design, ich habe mir einfach im Rahmen des Shops, habe ich mir überlegt, okay, was kann man machen? Und Pausenklaus als Name, also dieses Schärpen-Logo, was unter meinem bisherigen Bild bei YouTube war. DKI27. Hallöchen alle. Hallo, DKI27. Alles klar, fragt Manu. Ja, bei mir ist soweit alles klar. Und selber? Also, auf jeden Fall habe ich halt im Rahmen der Shop-Erstellung musste ich mir irgendwas überlegen und Pausenklaus fand ich für so ein Brustlogo für ein T-Shirt irgendwie zu lang und dann habe ich überlegt und nachgedacht und gefrickelt und gefummelt und dann kam ich erst auf die Idee mit dem Pausenlogo, also mit dem Pausensymbol und dementsprechend dann dem abgesetzten N und bin dann irgendwie auf diese Form gekommen, was ich eigentlich ganz cool fand, aber man muss natürlich sagen, das war wirklich sehr nah an dem Design von
dem berühmt-berüchtigten privaten TV-Sender. So, ich gehe jetzt gleich schon mal auf die Kommentare ein. Erstmal wollte ich kurz erzählen. Und dann war es halt in der Tat so, dass viele gesagt haben, RTL 2 und bla und. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist mir dann doch, die Assoziation ist mir zu stark. Und habe mir dann überlegt, okay, ich ändere da nochmal was dran. Da habe ich gestern den ganzen Tag dran gearbeitet und fand das, was ich jetzt erstellt habe, ziemlich gut. Und deshalb ist es das jetzt. Das war nur ein Fleck. So, pass auf, wir sammeln hier nochmal gerade kurz ein bisschen. Schon fertig. So. Spielton könnte lauter. Okay, Spielton könnte lauter. Sekunde, das kriegen wir hin. So. So, können wir noch mal kurz checken, ob das jetzt so laut genug ist. Ich kann es noch sehr viel lauter machen. Ich kann es aber auch noch mal nur ein bisschen lauter machen. So. The Long Dark gab es doch letzte Woche schon. Wann kommt denn mal wieder Ark? Ja, das stimmt. The Long Dark gab es letzte Woche im Stream schon. Das ist richtig. Ark gab es heute eine Folge. Aber die hast du auch schon kommentiert, hatte ich gesehen. Ansonsten Ark im Stream muss ich mal schauen. Ich hatte überlegt zwischen Ark und The Long Dark. Aber wie das immer so ist, ich hatte heute mehr Lust auf The Long Dark. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Vielleicht machen wir Ark nächste Woche. Aber ich mache das auch immer so ein bisschen tagesformabhängig, wenn ich ehrlich sein soll, ne? Ich habe manchmal einfach auch keine Lust auf Ark oder auf Stranded Deep oder. Ja, bei The Long Dark kommt es eher selten vor. Zugegebenermaßen. So, und ich glaube auch in der Tat, den nächsten Arc-Stream, den würde ich auch nochmal mit einem extra Video ankündigen, damit die Leute, die mitspielen wollen, sich entsprechend vorbereiten können und planen können. Das wäre vielleicht gar nicht mal so uncool, das so zu machen. So, hier haben wir Gewehrmunition. Wir haben irgendwie ziemlich viel Gewehrmunition schon gefunden und ein Gewehr. Ich weiß nicht, was man das sagen soll für diese Challenge. So, was haben wir sonst noch? Hallo Andi, einen wunderschönen guten Abend. Und Hotdog, einen wunderschönen guten Abend. Seid ihr schon lange da? Ne, wir haben vor ein paar Minuten erst angefangen. Ich habe 5 Minuten früher oder so angefangen. Dann muss aber auch ein neuer Kanal-Trailer her, schreibt der Christoph. Und das Abo-Special, ja. Ich kann echt total verstehen, dass ihr alle nach Abo-Special schreit. Aber das ist halt einfach was wirklich Zeit braucht. Und ich habe ja schon gesagt, ne, das Abo-Special kommt bei 1000 Abonnenten, damit ich einfach ein bisschen mehr Ruhe und Zeit habe und das qualitativ auch so hinkriege. Ja. Und das so hinkriege, dass das auch meinen Ansprüchen genügt. Deshalb bin ich da in den letzten Wochen nicht so intensiv zugekommen, das Abonnenten-Special weiterzumachen, weil ich mir dann gesagt habe, okay, es ist irgendwie blöd, das immer anzukündigen und wenn es dann mit den Abonnenten so schnell geht wie in den letzten Wochen und Monaten und jetzt gerade auch halt wieder, ne, ist es immer blöd, Versprechungen zu machen, die man nicht einhalten kann. So, jetzt haben wir hier alles weggelootet. Jetzt gucke ich erstmal klamottentechnisch, was wir denn so anziehen können. So, beziehungsweise ich schaue gerade noch mal in den Chat. Kratzwurst, Hallöchen, wunderschönen guten Abend. Blablabla. Hallo Karl. Hi Karl. Genau, hallo Karl. Habt ihr auch gerade Werbung? Ich habe keine Werbung. Werbung kommt hier normal immer nur einmal am Anfang. RTL geht gar nicht. Ein neues Logo finde ich persönlich sehr gut. Sehr schön. Vielen Dank. Burrito, Hallöchen. Wunderschönen guten Abend. Trabunto, Hallöchen. David Jennings, Hallöchen. Olli, wunderschönen guten Abend.
Los, Leute, schnell ein paar Leute als Abo ranholen. So, wir gucken jetzt erstmal. Wir ziehen diese Mütze hier an. Nee. Anziehen. Da war der Knopf. Die ziehen wir auch an. Sockentechnisch sieht das in Ordnung aus. Das ziehen wir an. Was haben wir denn hier für Schüchchen? Haben wir? Ach, wir haben hier schon. Wir haben hier schon brauchbare Arbeitsstiefel an. Okay. Dann würde ich quasi schon sagen, pass auf, ich schmeiß direkt mal ein paar Sachen hier raus in irgendeinen Schrank. Komm, wir nehmen den großen Kleiderschrank im Flur. Denn ganz ehrlich, da ich nicht ganz weiß, was mich bei dieser Challenge erwartet, werde ich lieber ein paar Sachen entsorgen. Wie zum Beispiel der Stiefel, die Jeanshosen, die Weste, die Schuhe. Die Mütze. Jetzt mal kurz überlegen. Die Socken. Ich würde gerne ein paar Sachen reparieren. Habe ich ein Nähset gewonnen? Ach ja, nicht nur eins. Sehr schön, wunderbar. Kannst die Folge Almani machen, versprechen, halt an, versprechen. Ja, es ist irgendwie immer, irgendwie kommt immer was dazwischen. Ne? Und das Logo ist klasse. Ich brauche den Teddy, schreibt Hotdog. Der Teddy ist wieder verfügbar. Ich hatte den ja aufgrund des alten Logos kurzzeitig mal rausgenommen. Damit ich einfach ein paar. Also damit nicht durch Zufall jemand diese Produkte kauft mit dem Logo, was ich eigentlich dann nicht mehr verwenden wollte. Das war ja dann für mich relativ schnell klar, dass ich das nicht mehr verwenden wollte. Von daher. Aber ist jetzt seit einer Dreiviertelstunde oder so. Ist sie wieder verfügbar. Andi, ich mache die Herausforderung Nomade. So war zumindest der Plan. Komm, wir reparieren das trotzdem mal. Ich will einen Gretchenplüsch. What? Ja, bitte, reparieren. So. Sehr schön, 63% können wir eigentlich nochmal, ne? Aber ich mache erstmal die Handschuhe. Die reparieren wir nämlich schon auf 100%. Ich glaube, wir haben nämlich danach keinen Stoff mehr. Oh. Weniger als eine Stunde Tageslicht. Ja, die Frage ist ja, rennen wir jetzt noch los? Wir haben Übergewicht, warum? Ne, komm, wir rennen jetzt noch nicht los, oder? Wir rennen jetzt noch nicht los. Ich werde die Zeit jetzt hier nutzen und werde schon mal das Gewehr zum Beispiel auf Vordermann bringen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich in dieser Challenge erwartet. Ich habe zwar nur 3 Äxte, aber ich bin auf alles gefasst irgendwie, ne? Vielleicht werden die Teddys mit dem alten Logo richtig wertvolle Sammlerstücke. Ah. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht so richtig. So, falls ihr irgendwelche, also man kann in dem Spreadshirt-Shop ja generell stöbern, ne? Und man sieht ja, es gibt ja durchaus noch ganz viele andere Produkte. Ich habe zwar schon eine ganze Menge von den Produkten mit reingenommen, die mir so ins Auge gestochen sind, die ich entweder cool, lustig oder passend fand. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt von den Produkten oder sowas, gerne mir irgendwie per Twitter, per Facebook, unter irgendeinem Video oder sonst irgendwas draufhauen, drunterhauen und dann schaue ich mal, was sich machen lässt. Ich lese nämlich gerade von Kratzwurst, gibt es auch eine Tasse mit deinem Logo drauf? Finde irgendwie, dass die Staffeln da nicht drauf passen, meine Meinung. Ja, das lässt sich auf jeden Fall einrichten. Ne? Das ist eigentlich sogar eine gute Idee. Habe ich mir in meinem Kopf notiert. So, einmal reparieren ging, glaube ich, noch. Und dann waren wir, glaube ich, schon am Ende, ne? Ne, einmal können wir noch. Machen wir auch. So. Damit hätten wir das Gewehr schon mal auf maximale
Kampfkraft. Ach, guck mal, wir haben geskillt. Oh, der ist roh. Schön, schön. Pass auf, ich werde hier alles reinschmeißen, was wir nicht brauchen. Die beiden Nähsets lasse ich auch mal hier. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, sein könnte. Keine Ahnung, gucken wir mal. So, wir brauchen aber auf jeden Fall noch. Ich muss mir hier noch ein paar Klamotten raussuchen. Ich würde nämlich gerne in der Tat noch ein bisschen was reparieren, bevor wir losmarschieren. Deswegen zerlege ich mal die kleineren Teile, die gehen halt schnell. Eine 20 Liter Jerrycan mit seinem Logo. Ein Schlubber.